Da kommt Donna. Donna hat irgendwas gesehen und ist nicht mehr weitergelaufen. Vielleicht Katze, vielleicht Vogel. So, wir sind mit unserer Mittagsrunde etwas später dran. Schon kurz vor 2:30. Aber ich habe bisher den Erntedank-Altar oder die Altäre abgebaut. Ja, wollte damit einfach fertig werden. Wobei es jetzt immer noch nicht fertig ist, aber jetzt ist es mal von der Kirche draußen. Und dann muss ich noch sortieren und einlagern. Ja, und dann hat in der Zwischenzeit geschlafen, hat jetzt auch keine großen Überlegungen angestrengt, Versuche angestrengt aufzustehen. Hat mich so angeguckt, ach, bist du auch da? Und dann hat sie den Kopf wieder hingelegt. Na Mäuschen. Ist da Mäuschen? Oder Katze? Pass auf, das sind Brombeeren. Das sind Dornen. Das piekst in deiner Nase. Kommst du mit? Bisschen marschieren. Jetzt aber. Oh, bürsten müssen wir dich auch mal wieder. Du fluselst wieder. Überall sind Hundehaare. So, Mama geht wieder ab. Durch die Busche. Was die da immer hinter das Kriegerdenkmal findet. Die da immer hinmarschiert, da kommt sie wieder. Ja, die läuft genau ihre Ecken aus. Der Mauer entlang, der Hecke entlang. Überall gucken, was ist. So, ich laufe mal ein bisschen vor. Hinten am Schloss. Also es ist heute nicht wirklich aufgehellt. Nebel ist ein bisschen nicht mehr so dicht, aber alles bewölkt. Weil du, Nebelnase. Geregnet hat es. Unser Hausmeister ist vorher mit dem Laubbläser durch. Hat gesagt, oh, das hört gar nicht auf. Hat gesagt, ja, das geht noch eine Weile, bis das letzte Laub unten ist. Bäume sind noch alle sehr belaubt. So, meine Tasche wird wieder hypnotisiert. Also, wir wünschen euch einen schönen Mittag. Marschiert sie, die Süße.